Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in diesem Krankenhaus angekommen und ja, wir mussten uns aus dem Keller befreien. Erstmal. Und das haben wir gemacht und wir sind jetzt hier weiter auf der Suche nach der Samenbank, wo sich eventuell Eve versteckt. Gut, leider lag das nochmal. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Und ja, da würde ich sagen, machen wir einfach mal direkt mal weiter. Gehen wir mal hier in das Zimmer rein. Und da war direkt ein Kampf. Ja, das ist natürlich... direkt ein Kampf gegen zwei Mistviecher. So, gut. Das da zuerst, genau. Das da zuerst, bitte. Bevor der seine Bälle hier rumschmeißt. ja, wir haben ja beim letzten Mal auch diesen geilen Zauber hier... uns reingemacht, quasi, der die Gegner lähmt. Ganz genau. Oh! Ausweichen. So, sehr geil, Leute. 34, 34. Schon geiler Schaden, den wir hier verteilen. Und, sehr gut. Ohne Schaden. QM brauche ich nicht, Leute. Ohne Schaden den ersten Kampf überstanden. Das ist doch mal mega geil. Genau, Leute, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal hier um. Ich sehe da doch schon was. Ich sehe da doch schon eine Kiste, Leute. Eine Mini-Kiste. 30 Muni drin. Da oben ist noch eine Kiste. Forschungslabor, so sieht das aus hier, ne? QM, ja, kommt. Was? Was? Was hast du gesagt? Künstliches Sperma. Entwicklungsleute hier. Hans Klamp, Dr. Klamp. Genau. Ja, wir waren letztes Mal auch in diesem OP-Zimmer, den wir als Cutscene immer wieder gesehen haben. Und natürlich ist der Hans Klamp damit involviert. Oh, was ist das? Musik. Müll. Die HLA-Liste. Bens und Lorraines Namen sind auch hier. Ist das die gleiche Liste, die auf Dr. Klamps Computer war? Was versucht er zu bezwecken? Das sind Patientenakten. Mariko Breyer, das ist meine Mutter. Am 23. Dezember 1977 aufgenommen mit Maya Breyer nach einem Unfall. Wurde für tot erklärt nach Cardiac Arrest. Ich weiß leider nicht, was es heißt. Maya Breyer, die Tochter. Die nächste Seite fehlt. Es ist irgendwo anders. Ah. Hier haben wir also direkt so einen kleinen Storyfetzen mit Ayas Mutter. Das ist ja interessant. Mariko Breyer. Melissa Pierce. Das muss diese Melissa sein. 23. Dezember 1977. Notfallaufnahme. Operation erfolgreich. Nach 6 Monaten im Krankenhaus entlassen. Benötigt weitere medizinische Versorgung vom Krankenhaus. Melissa und Maya wurden hierhin gebracht ins Krankenhaus am gleichen Tag. Und wurden operiert von... Nein, das kann nicht sein. Was ist das? Das Inventar ist voll. Ja. Dann würde ich sagen, ja. Ja, das ist alles miteinander verzwickt, ne? Ich merk's gerade. Das ist alles miteinander verzwickt. So, wir haben ja eben hier Schrott gekriegt, ne, Chunk? Genau, mach das mal weg, bitte. Gib mir mal bitte das Item da. Ja, also diese ganzen Leute, die wir hier sehen, sind alle miteinander verknüpft. Fahrstuhlschlüssel. Ah, okay. Na toll, jetzt macht sie wieder hier. Ah, krass, Leute. Es geht... Ihre Mutter und ihre Schwester waren also auch hier. Das ist krass, Leute. Und die wurden von Dr. Klemp operiert. Nein, speichern wollte ich jetzt eigentlich nicht. Geh da raus. So, ey, krass, Leute. Richtig krass. Und ja, hier kommt gerade so einiges ans Tageslicht. Ne? Diesen Klamp, den müssen wir nochmal befragen. Also der weiß anscheinend mehr, als er uns gesagt hat.
Genau, der Schlüssel, der ist nutzlos. Gut, ah ja, dann geh mal bitte in den Aufzug da rein. Oh, jetzt scheint mir gerade die Sonne ins Gesicht. Das ist unangenehm. Oh. Oh, was ist das denn? Neue Cutscene, Leute. Kampfjets. Den Start vorbereiten. Fliegt Richtung Central Park. Erinnert euch. Keine unnötigen Attacken. Angriffe. Fliegt zum Gegner und seid vorsichtig. Manhattan, Captain, okay. Manhattan ist praktisch leer. Warum machen sie nicht einfach... Boah, die Sonne. No, Lynch. Wir haben noch keine Befehle vom Präsidenten erhalten, anzugreifen. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir nach den vermissten Menschen suchen und aus dem Park und die Stadt warnen. Oh, okay, Leute, geil. Die Armee schaltet sich ein. Oh, geile Cutscene, ey. Hammer. Hammer. Oh, Hammer-Cutscene, Leute, wirklich. Schön spannend hier. Ja, die Armee, die schaltet sich im Hintergrund ein. Ja, okay, ich verstehe, während wir hier nach Eve suchen. Okay, hier haben wir so einen Rollstuhl. Okay. Hier müssen wir draufdrücken, ne? Das war jetzt eine coole Zwischeneinblende. Wirklich. So, wir sind da. Was haben wir denn hier? Wo sind wir denn überhaupt? Blödes Stock. Oh. Oh, was ist denn hier, Leute? Was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Oh Gott, Leute. Ich hab mich schon gewundert, wann der nächste Boss kommt. Ich hab mich schon gewundert. Da müssen wir näher. Ach du Scheiße. Was zur Hölle, Leute. Den Kack muss ich direkt wegmachen. Wie hieß's? Komm. Ah ja. So, mach den Scheiß direkt weg. So. Ach du Scheiße, Feuerball. Okay, Leute, wir haben einen neuen Bosskampf hier. Eine Riesenspinne. Oh mein Gott. Okay, Aya, bleibt einfach stehen, oder? Ja, so, genau. Nein! Ah, verdammt. Zu weit weg. So eine große Range habe ich dann auch wieder nicht. Und nicht da reinlaufen, die Scheißdinger. Und schön in die Range kommen, genau. So, aua. Du Penner. Blöde Spinne. Nein, wieder außerhalb. Ah, noch nicht ganz. Nicht ganz, nein. So, ach du Scheiße. Verdammt. Ja, Leute, am Anfang der Folge direkt mal ein Bosskampf hier. Ah, lauf! Ach, verdammt. Gut, egal. Ich habe ja genug Medizin. So ist ja nicht, ich habe genug. Hier kann uns nichts passieren, absolut nicht. Wir sind also auf dem Dach. Ich verstehe, Leute. Wir sind auf dem Krankenhausdach. Aua. Was die Spinne für Geräusche macht, ne? So, einfach weiter draufballern da los. Ich habe genug Medizin. Ich kann es mir auch leisten, einfach stehen zu bleiben. Die sieht interessant aus, ne? Die Spinne. Schaut mal, was die da in der Mitte hat. Das sieht aus wie so ein Menschenkörper. Schaut mal, die hält da irgendwas in der Mitte. So ein... Ah, das ist ein Graf, ist ein Soundbug. Ach, was? Phase 1 schon überstanden, oder was? Ah, ich erinnere mich an diesen Boss. Ja, ich erinnere mich an diesen Boss. Das habe ich mal im Video gesehen. Gut, nein, keine PEs. Medizin 2, bitte. So, dann werde ich auch mal die Medizin los hier. Die Items, so. Und der versucht wieder hier... Ach, verdammt. Nein. Was zur Hölle? Was habe ich denn jetzt gemacht? Warum, Och, Leute, jetzt lasst es doch mal. So, hießt. Verdammt nochmal. Riesenspinne auf dem Krankenhausdach. Ja, das ist natürlich, mega cool. Der versucht jetzt wahrscheinlich wieder hier diese scheiß Spinnennetze da... Genau, diese Spinnennetze da zu machen. Mich kriegst du nicht. Ja, doch. Shit, Mann. 60 Schaden, das ist schon nicht übel.
Gut, Medizin 2, Leute. Dann werde ich die auch mal los, wie gesagt. So. Und ausweichen. Ach, verdammt. Egal. Und bleib mal hier. Blödes Ding. So, 75 Schaden. Und da macht er wieder Spinnennetze. Ja, ja. Ach, verdammt, ey. Ah, lass mich hier raus. Blödes Ding, ey. So, hieß nochmal. Damit ich ja auch, ja, hier rauskomme. Na toll, jetzt stehe ich wie... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich muss mich heilen. Halt dich! Boah, um Gottes Willen, ey. Medizin 3, komm. Ich bin fast tot hier, ey. Das war knapp. Das war gerade echt knapp, du. Ich komme hier auch nicht weg. Ne, das ist es auch jetzt. Okay. Gegen diesen scheiß Spinnennetzen da. Und draufballern. Wir verteilen schon ordentlich Schaden da drauf, ja. Aber das Ding hält auch viel aus, ey. Das Ding hält extrem viel aus, muss ich sagen. So. Weitermachen. Einfach weiter drauf. Oh. War's das? Yes, Mann, das war's. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Leute. Level up. Level 24 und Heal 3. Und eine G23-Waffe. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Genau, Leute. Jetzt kommt nämlich eine Szene, in der wir uns beeilen müssen, tatsächlich. Gleich zumindest. Oh. Erstmal noch eine Beregnung von Eve. So, du hast also diesen Platz gefunden. Nimmst du das Sperma, um diese ultimative Lebensform zu gebären? Du bist aber eine schlaue... Du bist aber ein schlaues Mädchen. Die erste Rebellion hat ein paar Jahre zuvor stattgefunden auf einer fernen östlichen Insel. Dort hat meine Schwester einen fatalen Fehler begangen. Ich bin noch höher in der Evolutionskette als meine Schwester. Ich werde niemals so denselben Fehler begehen. Du bist nicht meine... Endlich kriegst du es raus, was? Nein. Oh Gott. Ihr mickrigen Organismen hängt von Maschinen ab, dass die alle ihre Arbeit machen. Stopp. Oh Mann, Leute. Da ist sie wieder, die Eve. Geil. Genau. Oh Gott. Ja, toll. Das bringt natürlich nichts, ne? Boah. Krasse Szene, Leute. Du bist Zeuge der Limitationen der Menschen geworden. Bitte, hör auf. Was, wenn ich nicht will? Es ist eine Schande, dass wir uns nicht gegenseitig verstehen. Ach, Eve, ja, natürlich. Du willst uns doch nur umbringen. Der Jet crasht auf das Dach. Ich muss hier raus. Ja, wir müssen uns tatsächlich beeilen, Leute. Da kommt jetzt nämlich ein Jet auf uns zu und der kommt sehr schnell auf das Dach geflogen. Und wenn wir da zu langsam sind, sind wir tot. Aber ich glaube, hier sind wir richtig, Leute. Hier sind wir richtig. Genau, hier runter, Eier. Komm, runter. Oh, genau. Seht ihr das? Wenn wir da nämlich stehen geblieben wären, dann wären wir jetzt tot. Ganz genau, das muss man aber auch erstmal wissen. Ich weiß es auch nur noch, weil ich mir ein Video angeschaut habe. Oh nein, die Bremse. Oh, das ist geil, Leute. Schaut euch das an. Während wir am Fallen sind, haben wir hier einen Kampf gegen eine Spinne. Das ist ja geil. So, ja. Okay. Haben wir jetzt hier, ja. Zack, zack, zack. Die war easy, Leute. Während dem Fallen. Oh mein Gott. Was ein Kampf. Gut, dann Aya, Brems. Oder was auch immer. Wir sind am Fallen. Und? Boah, aber noch so gerade. Noch so gerade geschafft, ey.
Seht ihr das? Wir sind echt in letzter Sekunde. Komm her, Maeda. Ach, der Daniel. Ah ja. Wir haben nicht viel Zeit. Eve ist mit einer Spermaprobe weggekommen. Oh Mann. Ja, das ist Steve. Die schafft es, glaube ich, tatsächlich. Ja. Danke, dass du mich gerettet hast, Daniel. Du kannst so viel lernen, wie du willst, aber du musst dich auch um andere Sachen kümmern, Mann. Keine Frau will mit dir sein, wenn du so ein Weichei bist. Daniel, ey. Was? Bitte, ich... Daniel, ist alles okay auf dem Polizeirevier? Das ist das Ding. Ich habe so ein paar einige Sachen über Clamp rausgefunden, aber... In der Vergangenheit hat ein Arzt von diesem Krankenhaus wurde gefeuert... Dafür, dass er eine Patientenliste rausgegeben hat. Eine Liste? Meinst du, wie diese Liste mit diesem HLA-Typ? Diese Typen haben Zugang zu fast allem. Ich habe auch noch andere Infos. Das ist, was ich gehört habe von Warner, der ein bisschen um Melissa geforscht hat. Sie wurde gesehen, dass sie im Museum war, in der Nacht, zu verschiedenen Anlässen. Okay. Eve? Sie war also im Museum? Wir müssen dahin gehen. Wir müssen da, dorthin, bevor die Lebensform geboren wird. Genau. Komm schon runter. Wir sind da, Kumpel. Genau. Ah, die pennt ein, ne? Maja. Ja, also irgendwas ist da mit ihrer Schwester. Ich glaube, die sind alle verknüpft. Ah, okay, wir sind wieder am Polizeirevier. Cool, Leute. Jetzt wird's also erstmal wieder ein bisschen entspannter. Nach dieser Action da gerade. Und da würde ich mal sagen, schlucke ich mal noch eine Medizin 2. Und noch eine. Wir haben nämlich 335 Hitpoints. Alles klar, Leute. Was haben wir denn hier für eine Waffe? Was ist denn das da? Die hat einen Dreifachschuss. Die hat nur einen Dreifachschuss. Ich gucke mir mal die Werte an, Leute. 47, 58, 10. Die hat nur 10 Bullets, das ist das Problem. Nee, Leute, dafür gebe ich nicht meinen Zauber her. Nein. Gut, was muss ich denn jetzt hier genau machen? Also, wir sind wieder im Polizeirevier, wir können wieder ein bisschen chillen. Das ist die Kathy. Oh, Moment. Was? Ich habe gehört, dass der Captain Ben's Life gerettet hat. Shiva war sein Partner, als er ein Anfänger war. Das muss hart für ihn gewesen sein, sie zu erschießen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, wenn so ein treuer Gefährte sich auf einmal in so ein Vieh verwandelt. Ja. Ist nie gut. Das ist nie gut. Ah ja. Detective Warner hat ein paar neue Infos. Der Warner? Wo ist denn der Warner, Leute? Wo ist er denn? Und ja, Leute, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Nach wie vor Samstagabend. Ja, bisschen kühl geworden draußen. Und ich bin jetzt neuerdings in einem Corona-Risikogebiet am Leben. Was? Lass uns mal sehen, was er rausgefunden hat. Ja, machen wir gleich. Und ja, deswegen haben wir eben erstmal schön eingekauft hier. Die ganzen Sachen, die auch im März sehr nachgefragt waren und wir sie nicht gekriegt haben, haben wir jetzt noch mal einmal nachgekauft hier. So. Aber jetzt geht's erstmal hier weiter. So, da bin ich. Was gibt's? Eine Zeit zuvor, ein Arzt bei diesem Hospital wurde gefeuert, weil er Patientenakten
verkauft hat. Was? Und Melissa wurde gesehen, wie sie ins Museum gegangen ist. Spät in der Nacht. Yves? Ja. Clamp, dieser Bastard. Ich wusste, dass er ein Teil davon ist. Wir teilen uns auf hier und suchen und durchsuchen die ganze Stadt. Yves und Clamp müssen sich bald treffen. Wir müssen uns beeilen. Es ist vielleicht schon zu spät, um die Geburt der ultimativen Lebensform aufzuhalten. Ich suche mal nach ein paar mehr Infos. Ich habe dir ein Walkie-Talkie mitgebracht, sodass wir in Verbindung bleiben können. Ah, cool. Funkgerät also. Das war natürlich in den 90ern der hipste Style, ne? Mit den Funkgeräten. Klar. Ich zähle auch auf dich, Mr. Wissenschaftler. Wow. Wir teilen uns alle auf und suchen nach Yves. Wenn ihr irgendeine Spur von ihr suchtet, wenn ihr irgendeine Spur von ihr seht, ruft nach Verstärkung. Wolltest du nicht hierbleiben, Daniel? Und die ganze Zeit Papierkram erledigen? Du machst wohl Witze. Ja, der Daniel, der will's auch sehr helfen. Was machen wir? Lass uns wissen, wenn irgendwas passiert. Ja, okay, habe ich verstanden. Okay, alles sucht jetzt Yves, Leute. Sogar der Daniel, der eigentlich hier sein müsste. Oh, Tag 5, Leute. Evolution. Cool. Wir kommen echt gut voran in dem Spiel. Also so langsam ist wirklich Halbzeit. Gut, wo müssen wir denn jetzt hin? NYPD Hospital, Chinatown. Central Park, Warehouse. Ah, das Warehouse, Leute. Chinatown. Wir haben zwei neue Punkte. Chinatown müssen wir hin. Glaube ich zumindest. Und ich gehe aber erstmal ins Warehouse, Leute. Weil dort gibt es, glaube ich, einen Bonus. Tatsächlich. Und den will ich mir jetzt haben. Den will ich mir holen. Officer Breyer. Oh mein Gott, da ist noch ein Hund. Yves ist da drin. Warum siehst du nicht mal nach, ne? Ich rufe Verstärkung, okay? Sodass du es ausschicken kannst. Der haut direkt ab, ja. Polizeihund, ey. Ich bin so ein bisschen traumatisiert durch wegen Polizeihund. Ja, Leute, in diesem Warehouse. Oh. L, come on. Wir hauen hier ab. Okay, die haben Schiss. Ja, ich merk's. Dieser Bereich, schaut euch das mal an, Leute. Dieser Bereich ist ein Bonusbereich. Wir kriegen hier gleich sehr viele geile Sachen. So, schaut euch das mal an, Leute. Wir haben hier eine PPK-Waffe. Ein Fünffachschuss und Erstschlag. Moment. Ein Fünffachschuss? Wie viel Schaden macht das Ding? Wie viel Grundwerte hat das? Moment, Leute. Ich werde die vielleicht sogar ausrüsten. Muss ich gleich mal gucken. So, 40, 108, ja, gut, die Range. Nee, das ist nix. Aber ich hätte gerne diesen Erstschlag. SG-550. Heb ich mir mal noch auf. Wie gesagt, dieses Warehouse hier, das ist ein reiner Bonusbereich, so wie ich es in Erinnerung habe. Die Eve ist nämlich nicht hier drin. Der Kopf, der irrt sich. Und gut, aber hier werden auch heftige Gegner auf uns zukommen. Das weiß ich jetzt schon, Leute. Hier werden heftige Gegner auf uns zukommen. So, hört euch das an, die Musik hier, die ist schon so mysteriös. Schaut euch das an, Leute, direkt eine neue Weste gekriegt hier. So, was hat die denn für Grundwerte? Was hat die Weste für Grundwerte, Leute? SP-Jacket, CM-Protektor. Das Ding ist besser, ne? Das Ding ist besser. Dann verliere ich allerdings mein Gift. Mein Antigift.
Aber die werde ich anziehen, Leute. Die werde ich anziehen. Nein, anders. Andersrum. Lass mich mal gerade. So, ich muss doch zuerst diesen hier nehmen. Und dann die Werte da rausziehen. Genau, dann verliere ich zwar mein Anti-Gift. Moment. Ja, doch, schaut euch das an. Der Grundwerte, vor allem für P-Energie, ist echt unschlagbar. Also, gut, der Critical geht ein bisschen runter. Aber dafür haben wir ja unsere Werte, ne? Das ist echt gut, Leute. So, dann haben wir jetzt nämlich einen CM-Protektor mit 50 Defense-Wert. Zieh den bitte an. Ah ja. So, dann haben wir jetzt nämlich eine Waffe mit Autozauber. Genau, der wieder Medizin benutzt. Und so, wenn unsere HPs low sind. Und schaut euch mal die Werte an. Die sind echt gut. 50er Defense-Wert. Das ist schon echt nice, muss ich sagen. Gut, was gibt's denn hier noch? Warehaus, ja, das ist ja sowieso so ein Warenhaus, ne? Das hört sich schon nach Bonus an hier, ja. Aber wie gesagt, gegnertechnisch, ne? Die Gegner hier sind heftig. Ich sag euch das jetzt schon mal. Schaut euch mal an. Das ist eine kleine Ratte, aber die wird groß, genau. So, liebe Leute. Ja, wir haben eine Riesenratte als Gegner und die macht ordentlich Schaden, muss ich sagen. Aber ich habe ja zum Glück meinen Lähmzauber. Ich hoffe, dass die... Na, die ist immun dagegen. Ich wusste es, Leute. Die ist immun. Schaut euch das an. 117 Schaden. 117 Schaden. Und das Ding stirbt nicht. Doch, okay. Habt ihr das gesehen? 117 Schaden. Ach du Scheiße. Ja. Da habt ihr das Ding mal gesehen, ey. Das hat so viel Schaden gemacht. Ey, Heal 2. Nochmal Heal 2. So. Deswegen, also wir müssen hier definitiv auf uns aufpassen. So, was haben wir da? Das haben wir da. Ein Warenhausschlüssel. Okay, liebe Leute. Kann man hier drauf? Nee, kann man leider nicht. Ja, wie gesagt, also die Gegner hier sind, ihr seht's, echt heftig. Aber die Belohnung ist dafür auch echt gut. Muss man sagen. Ich hoffe, dass ich hier durchkomme. Oh, schaut euch das an. M203. Noch eine Waffe, Leute. Ja, ihr merkt's schon, ne? Das ist schon was anderes hier. Ich guck mir mal gerade an nach... Hä? Ja, mach doch hier. Ich will doch wissen, also 40, 108, 20. 40, 108, 20. Ne, die ist nix, Leute. Die ist nix. Die hat auch diesen Mistzauber da drin, ey. Nee, danke. Nee, danke, du. Brauche ich nicht. Gut. Wenn es Inventar voll wird, schmeiße ich die weg. So einfach ist das. Und ja, dann würde ich mal sagen, kommt jetzt wahrscheinlich noch ein Kampf, ne? Jetzt kommt noch ein Kampf, liebe Leute, ja. Wieder eine Ratte und eine Riesenspinne. Ja, das wird jetzt... verdammt. Okay, gut. Vielleicht... Die will feuern da. So, vielleicht... Leute? Warum macht ihr keinen... Warum macht es keinen, Effekt? Moment. Ich muss da gerade mal gucken. Boah, die sind so schnell, die Gegner. Schau euch das an, ey. So, nicht, dass ich hier drauf gehe, ey. Wirklich, wobei drauf gehen kann ich hier nicht, weil ich habe ja diesen Autozauber da drin. So, das Ding ist weg, das ist schon mal gut. So, diese Spinne da, die machen nämlich übelst viel Schaden, die Gegner hier, ey. So, und das ist nämlich auch ein reiner Level-Dungeon hier. So, warum... Schau ich das an, die Muni, ey. Warum schießt die nicht mit dem Zauber die Waffe? Habe ich die falsche Waffe ausgerüstet? Nee, Tranquilizer to Bullets. Anscheinend ist der Zauber hier deaktiviert, ne? Das kann natürlich sein, dass der Zauber hier deaktiviert ist. Interessant in diesem Warenhaus, Leute, ey, wirklich. Gut, Leute, ich sehe, die Zeit ist wieder voll. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da. Ey, würde mich sehr freuen und vergesst die Glocke nicht.
Und ja, dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, was sich hinter dieser Tür verbirgt, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Also, tschüss.